Ostdragons, hier ist Sensei Goldberg mit einer neuen Folge vom MMA Azubi Flammeningo. Der kommt heute zu mir nach Frankfurt. Warum das so ist, okay, klar, Azubis muss man mal ein bisschen rumscheuchen, die muss man ein bisschen Druck machen, aber warum der heute nach Frankfurt kommt, was wir genau tun, würde euch gleich persönlich erzählen. Wie ihr wisst, Azubis kommen immer 3 Minuten zu spät, aber Hauptsache sie sind da. Us! Boah, also heute bin ich hier in Frankfurt unter der Anleitung von Sensei Roth und Sensei Goldberg. Us! Da ich mich, wie vielleicht einige schon wissen, oder beziehungsweise eigentlich noch nicht, wir haben es noch nicht verraten, ich bereite mich auf einen Boxkampf vor und deswegen bin ich hier, um quasi unter der Anleitung von Sensei Goldberg ja, ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln. Und dazu nehmen wir euch heute mit und ja, deswegen bleibt gespannt, seid dabei und bis gleich. So, wir sind jetzt da, wir gehen gleich mal rein in die Kickbox-Schule der mit dem Sensei dort haben wir gerade schon gesprochen, sehr freundlicher Mann und da wird es einen kurzen Sparring geben und danach schalten wir uns wieder zu und werden wir das ein bisschen als Recap sozusagen haben. Hier geht's dann gleich los. Bis später. Der MMA-Azubi macht sich warm. 500 Burpees. Und dann kann es losgehen. Genau. Lockerhand aber sehr schnell. Mach die länger. Genau, such dir deinen Treffer. Genau. Und weg. Schlag und weg. Bam, bam. 1-2 und dann bewegen. Halbzeit. So, wir sind jetzt hier bei Guido in der Schule, 18-facher Weltmeister, alter Hase. Guido, was sagst du zu unserem MMA-Azubi? Ich bin gestanden? Jetzt mal voll eigen, es sind 20 WM-Titel, aber das spielt keine Rolle. Der Typ ist cool drauf, der ist groß, lang, ruft mich einfach an, fragt, ob er hier Sparring machen kann. Das sind Leute, die haben was vor, das finde ich gut, das muss man belohnen. Und welcher Trainer stellt sich schon Samstagabend um 19 Uhr hin und prügelt sich mit irgendeinem Fremden? Ich finde das gut, ich habe das früher auch gemacht und deswegen Daumen hoch und good luck für seinen Kampf. Dankeschön. Super, aus, danke, Guido. So, Dragons, jetzt sind wir nach dem Sparring, gehen gleich was essen. Und wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie viel verdient man eigentlich als MMA-Azubi im Dragon Gym, dann müsst ihr nur mal schauen, wo sich der MMA-Azubi hier eingemietet hat fürs Wochenende. Ja, also, ne, könnt ihr euch vorstellen, der kriegt das meine Kopfwäsche. Sein Gehalt haut er hier gleich mal am Wochenende raus. Kommt mit. Ah, schaut mal hier, in Saus und Braus lebt man hier da anscheinend. Unglaublich. Ha, da ist er ja. Us. So, Flamingo, haust du dir dein ganzes Azubi-Gehalt hier auf den Kopf? Us, das ist quasi eine Geschäftsausgabe. Also, ah, sehr gut. Ist ja alles im Budget mit beinhaltet. Sehr gut, also auf geht's. Wir schauen uns mal das Zimmer an. So, jetzt schauen wir mal, Flamingo, hier. Luxus pur. Aber, us. Und noch ein hübsches Mädchen. Wer ist das denn? Die Linhö. Sehr gut, Lin. Super. Schauen wir mal kurz aus dem Fenster hier, was der Flamingo sich gönnt. Ah, schauen wir mal, Flamingo.
Sie kennen einen Spruch, oder? Das, mein Sohn, wird alles irgendwann dir gehören. Ja, was? Also Dragons, wir gehen jetzt erstmal essen hier. Us! Boah, wir haben gerade heiße Gespräche über das duale Studium. Flamingo, erzähl mal, was du hast gerade erzählt von wegen Medizin oder in Also in meinem dualen Studium, da gibt es verschiedene Fachbereiche und unter anderem habe ich halt auch den Bereich Anatomie. Und da gab es vor Corona gab es dann auch die Möglichkeit, wirklich Ausflüge zu machen zu gewissen Orten, wo man sich wirklich auch am menschlichen Körper, also an Leichen, wirklich auch diese verschiedenen Organe und Muskeln des Menschen anschauen, also dass man es dort anschauen kann. Gerade ist es ein bisschen schwierig, aber der Prof hat uns auf jeden Fall gezeigt, okay, hat uns ein Video von sich gezeigt, wo wir gerade die Bauchmuskeln, also die verschiedenen Bauchmuskelregionen durchgegangen sind, hat uns ein Video gezeigt, wie er gerade an der Leiche quasi die verschiedenen Bauchmuskelarten zeigt und die sind wirklich halt auch auf verschiedenen Schichten, also es gibt nicht eine Schicht und das sind alle Bauchmuskeln, sondern es ist erst sind es die geraden Bauchmuskeln, dann die Schicht drunter gibt es, dann die querverlaufenden und so weiter. Und das kann man wirklich. Wie sah das aus auf dem Video? Also war das irgendwie, war das eklig oder war das. Ich fand es eher interessant. Ich fand es auch interessant, dass das Fleisch, also der Muskel, nicht rot war, wie man uns eigentlich denkt, es war eher dunkel, weil es wahrscheinlich irgendwie konserviert war oder sowas. Aber schon sehr interessant. Also faszinierend. Also ich würde es auch gerne einfach mal wirklich sehen. Man gab auch einen kurzen Ausschnitt, da war wirklich der offene Bauch des Menschen gezeigt und da war auch das Herz zu sehen und das Herz ist viel größer als man denkt. Also, wie groß? Wie eine Faust oder nicht? Ich würde sogar sagen, fast zwei Fäuste. Also, echt? Also zumindest sah es in dem Video so aus, weil ich dachte, er war ein gutherziger Mensch. Also, gutherziger Mensch, er hat ein großes Herz. Aber auch abgefahren, diese ganzen Organe zu sehen, dann Magen und das war wirklich nur kurz in diesem Ausschnitt zu sehen, aber wirklich sehr, sehr interessant. Also, und das ist schon im ersten Semester, also da. Da geht noch einiges. Da geht noch einiges. Also am Ende, wir bilden jetzt den MMA-Azubi, der wird auch noch der Doktor MMA-Azubi sozusagen. Also Us Dragons, wir sind jetzt hier, schaut mal her, im schönen, heute mal in einem afrikanischen Restaurant, nachdem unser MMA-Azubi ja im besten Hotel der Stadt auch untergekommen ist, wollen wir hier auch schön den Abend aussehen lassen. Flamme und Ingo, was ist dein Recap, deine Zusammenfassung des heutigen Tages? Also, heute war ein sehr großer Tag für mich. Ich habe erstmal aus Nürnberg bis hierher nach Frankfurt gefahren, habe erstmal im Trainer gecheckt und dann gab es direkt die erste Trainingseinheit. Mit einem, ihr habt es ja vorhin gesehen, mit dem Guido. War eine coole Sache, habe auch wieder viel mitnehmen können für meinen Kampf dann am 6. November, seid gespannt. Und dann ging es direkt weiter mit Sensei Goldberg. Noch eine kurze Stadttour quasi gemacht, nochmal kurz die ganzen Gegenden und von Frankfurt angeschaut. Und jetzt gibt es nochmal die schöne Stärkung nach dem Training. Ein sehr erfolgreicher Tag, ich konnte einiges mitnehmen, auch vor allem von Sensei Goldberg. Wow. Das heißt, jetzt bin ich auf jeden Fall gestärkt für den 6. November, beziehungsweise auch das, was danach folgt. Okay, also seid gespannt, jetzt sind nochmal schön reingehauen und ihr dürft ja gleich sehen. Also Dragons hier, das lernst du im dualen Studium und noch ein Abschlusswort oder Lächeln. Us. Jawohl, Us. Sehr gut, Dragons. Vollgas.